Unseren Torhüter Pikulacci und unseren Stürmer Josef Pausen, unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann und unseren Sportdirektor Markus Krösche und natürlich euch Ihnen allen auch ein herzliches Willkommen heute Abend hier in der Pikulacci 5. Was wir bisher in dieser Saison als Unterstützung bekommen haben, gefühlt war fast jedes Spiel ausverkauft. Also ich bin jetzt kein Spiel, wo ich leere Tribüne gesehen, das gibt es da. Natürlich für uns Spieler und für die ganze Mannschaft einen Push für die zweite Hälfte und dann das Spiel zusammen drehen können. Und ich glaube, das ist hier Leipzig eine der besondersten Sachen von unseren Fans, dass wir immer sehr positive Stimmung haben im Stadion. Und das würde ich gerne so behalten und wir werden dafür sorgen, dass diese Momente weniger möglich sind. Ja, Lautstärke des Lauteres ist, dass wir pushen das auch im Spiel noch extrem. Ich kann mir nur viel anschließen, das, was wir bis jetzt in der Saison von Anfangs gesehen haben. Da war ich jetzt nicht so häufig gesessen. Ich war immer auf der Bank, auch als Gästetrainer, weil ich auf der Bank habe ich da schon mal wohl. Ich weiß nicht genau, was die anderen waren. Wir waren nur ein Testspieler mit dem ersten Bella, wie es gesagt hat, vielleicht auch nicht, aber du als Spieler ein bisschen Nervosität spürst und du weißt, es sind einige in der Kurve und im Stadion verteilt, die dich unterstützen, die an deiner Seite sind, dann nimmt man es vor dem Aufwärmen am meisten wahr. Und man kann da auch einen kleinen psychologischen Vorteil schaffen, indem man schon was die Stimmung angeht. Ich bin optimistisch, dass es ist selbst selten erlebt, dass das Stadion 90 Minuten lang der eigenen Mannschaft der Unterstützung zusagt. Das ist was Besonderes hier in Leipzig, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist eine absolut positive Stimmung und gerade auch die Unterstützung, die wir als Mannschaft bekommen, das ist da echt herausragend. Was ich extrem häufig erlebt habe, und wenn dann einfach noch ein Gegner dazukommt, der eine sehr, sehr gute individuelle Qualität hat, an dem Tag eine bessere hatte als wir in den ersten Halbzeiten, dann darf man die Bewertung des Gegners nicht ausachten. Ja, Dinge erkennen, die halt nicht gerade laufen und das dann gerade zu setzen, das glaube ich, ich halt jetzt sehr viele, oder wahrscheinlich sehr viele Trainer, ob man das kann oder das nicht kann. Und das ist wirklich ein guter Trainer, wenn man das kann. Und hat jemand schon gezeigt in dieser Saison, dass er das kann. Deswegen finde ich auch, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ja. Beim Jugo war es natürlich eine spezielle Situation. Er hat natürlich sehr, sehr viel geleistet auch für den Verein und hatte speziell auch in dieser Saison einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Aber er hat einen persönlichen Wunsch geäußert. Es war für ihn ein Lebenstraum, halt jetzt nach Italien zu gehen, in das Geburtsland seines Vaters. Ja, das ist für ihn auch eine emotionale Geschichte, weil es sein Lieblingsverein ist. Und dann gab es eine Situation, wo wir halt, wo er uns gebeten hat, uns das anzuhören. Und dann gab es halt, da haben wir uns besprochen und haben natürlich dann gewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen natürlich dann auch dementsprechend auch dann auch gesagt, wir werden ihm so einen Transfer zustimmen zu können. Haben aber auch auf der anderen Seite ganz klar gesagt, dass wir einen Kader haben, speziell auch auf der Position, viele Spieler haben, die auch in diese Rolle reinwachsen können, die auch die gleiche Fähigkeiten haben, wie der Diego halt hat. Und das ist auch wiederum eine Qualität dieser Kader natürlich, dass wir sehr, sehr variabel sind und unheimlich viele Spieler haben,
die also Meister zu werden, mein vielen Dank. Im Sommer verlängert. Das ist lang genug noch. Und auch der Ding zu spielen, international zu spielen, ich glaube, als Spieler kann sich nicht viel mehr wünschen, weil dafür haben wir angefangen, Fußball zu spielen, dass wir irgendwann auf deinem höchsten Level spielen können und ja. Boah, das ist zu schauen, weil die Position, die wir hier haben, das, was wir alles, was Leipzig uns alles ermöglicht, kriegt man einfach nicht so schnell irgendwo anders. Ich habe auch meinen Vertrag vor kurzem verlängert und habe auch einen langfristigen Vertrag. Deswegen, ja, glaube ich, guckt man nicht so schnell rum, um zu gucken, ob da noch was anderes gibt, weil das ist schon richtig gut in Leipzig. Und Verlierer von uns brauchen die 16 Siege und probieren es. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt alle zittern, weil wir jetzt was passiert. Nicht zu viel nach vorne zu schauen, weil natürlich hat man am Ende ein Ziel, aber dieser Weg zu genießen, das ist was dieser Weg besonders macht. Und deswegen ist dieses Spiel zum Spiel denken, finde ich, sehr gut und müssen dieses Spiel erinnern.